Was macht jetzt ein Hund, wenn Sie ihn in die Ecke treiben? Ne? Der fängt ja mal ins Beißen an. Wenn Sie jetzt einen Manager in die Ecke treiben, der eine kriegt einen Burnout, der andere kündigt, ja. Aber wenn Sie keine Chance haben, Sie haben ja Häusle gebaut, zwei Kinder in der Schule, bla und so weiter, dann fängt er an zu schummeln. So, und dann fängt er an zu betrügen, dann werden Fehler gemacht, dann bilden sich Seilschaften, die das miteinander durchziehen und so weiter. Dann wird so manipuliert, dass das Ergebnis dem Plan entspricht. Zum Beispiel CW-Werte. Sind alle falsch bei den deutschen Automobilbauern und zwar um 10 bis 20%. Alle falsch, weil man einfach die Regeln verändert hat oder Verbräuche. Alle falsch, weil man bei der Verbrauchsmessung auf dem Prüfstand die Lichtmaschine abklemmen darf. Ja, also Sie können sich nicht vorstellen, was man alles darf, um diese ganzen Dinge zu türken. Abgasmessung. Auch da ist schon eine ganze Menge von vorne weg getürkt und dann noch die Schummelsoftware rein, völlig daneben. Ne? So, oder Reifen. Es gibt neuerdings leise Reifen. Also nicht Leichtlaufreifen, sondern besonders leise Schallschutzreifen. Ne? Das hat man gemacht. Statt 8 mm Profil nur noch 6,5 mm Profil, also Dunlop, 6,5 mm Profil. Und dann wackeln praktisch dieses Profil, das schwingt wie Stimmgabeln. Das wackelt nicht mehr so viel, weil es kürzer ist. Ne? Dann werden die Reifen als leise Reifen teurer verkauft. Alles geschummelt. Also wir sind ich sag mal, seit 10 Jahren gibt es keine Verbrauchsvorteile mehr bei Autos. Nicht mehr wirklich. Ne? Alles geschummelt. So. Beim Start war es anders, ne? Beim Hauptstadtflughafen und der Elbphilharmonie. Da hatten die Firmen keine Bestrafung zu befürchten. Ja, da passierte nichts. Ne? Das haben die Politiker selber an die Wand gefahren. Ne? So, die empirische Forschung zeigt, welche Gründe nun für solche Sachen da sind. Es gibt drei Faktoren, die Betrug in Organisationen verursachen. A, unrealistisch hohe Ziele. Dann wird irgendwo betrogen werden. Ne? Riesige finanzielle Belohnung bei Zielerreichung, wenn die Boni also richtig hoch sind. Und bei jedem Mitarbeiter in der Automobilindustrie, BMW-Mitarbeiter hat 2015 8.900 € bekommen als Bonuszahlung. Ja. Unrealistisch hohe Bonuszahlung. Ne? Und narzisstisches Verhalten des Führungspersonals. Schauen Sie sich mal an, wie solche Vorstandsvorsitzende über die IAA laufen. Boah. Jo. Wenn Sie also mal narzisstische Persönlichkeiten sehen wollen, schauen Sie sich die IAA-Videos an.